Herzlich willkommen zu Entschleierte Symbole und Allegorien. Zunächst einmal, was verstehen wir denn unter Symbol? Das ist ja eigentlich ein Begriff, der dem Griechischen entstammt, bedeutet ein Zeichen oder ein Kennzeichen oder auch ein Merkmal. Träger einer Bedeutung, ja? Und das betrifft eine Vorstellung von etwas, was nicht unbedingt gegenwärtig sein muss. Und womit nun, mit diesem Wort Symbol, man konkret was assoziieren kann, das entscheidet dann eigentlich, zum Beispiel im Buch des Lichts, zunächst einmal das Symbol und dann weist man darauf hin, in Wirklichkeit bedeutet es dies und das, und dann ist natürlich dem Hörer oder Leser überlassen, dem zuzustimmen oder nicht. Wenn es Sinn macht, dann wird es wohl stimmen. Deshalb gilt ja auch, meine Lieben, die Aussage des Buddha, man soll sich nicht auf irgendetwas verlassen, auch nicht auf seine Lehre, sondern man soll prüfen. Das heißt aber nicht, dass er nicht gesagt hat, meine Lehre ist die richtige. Er wird ja von vielen Buddhisten immer sozusagen als Argument gebracht. Ja, der Buddha selbst hat gesagt, seine Lehre ist nicht vollkommen, das muss man selbst entscheiden, das ist natürlich Unsinn. Die Lehre des Erhabenen ist vollkommen. Die Lehre des großen Chohan ist vollkommen. Aber man sollte das nicht einfach so hinnehmen, wie ich das sage, sondern man muss sich dann damit befassen, damit auch das ganze Wesen in Einklang ist mit dem, was wir da hören oder lesen. Letztlich hat es immer zu tun mit dem Unterschied vom Unzerstörbaren zum Zerstörbaren. Und die meisten Wesen werden beherrscht vom Zerstörbaren. Und sie selbst, das Unzerstörbare, hat noch gar keine Macht darüber, weshalb es zur Reinkarnation, zu neuem Leben und Leiden kommt. Meine Lieben, man kann auch sagen, dass Symbol aus dem Lateinischen kommt. Symbolum, ja, griechische Symbolon, also das sind nur einige kleine Änderungen. Und, wie gesagt, Merkmal. Es bedeutet auch, etwas zusammenzubringen, ja. Eigentlich war das also auch, sagen wir mal, wenn sich verschiedene Menschen, die eigentlich einer Gemeinsamkeit oder einem, ja, ich sag mal Sekte, oder einer Partei oder einer Gruppe angehören, dann erkennen sie sich am Symbol. Heute ist das Symbol dann meist die Abkürzung C, D, U, ja, christlich, demokratische Partei, oder eben SPD und so weiter. Da haben die Symbole sich auf Buchstaben auch reduziert. Aber es gibt natürlich auch schlimme Symbole, ja, das Hakenkreuz, das linksdrehende, was wiederum ein Missbrauch eines einst heiligen Symbols bedeutet. Denn das heilige Symbol war das rechtsdrehende. Ja? Wenn man drauf schaut, wenn ich auf einen Menschen schaue und ich habe astrale Sicht und seine Chakra dreht sich für mich, wenn ich auf ihn schaue, dreht sich die Chakra zum Beispiel auf seiner Stirn im Uhrzeigersinn, dann ist es gut. Wenn sie sich entgegendreht, dann zieht sie Energie. Diese ätherische Chakra zieht Energie aus dem Körper heraus, ja? Also so viel mal zum Symbol. Und natürlich wird es, sagen wir mal, in vielerlei Weise angewendet. Zeichen und da gibt es auch die christlichen Symbole, also die weiße Taube, Friedenssymbol, ja? Und so weiter. Und da wollen wir mal sehen, was das bedeutet für das Buch des Lichts. Und was es vor allen Dingen bedeutet für die religiösen Schriften, die einen großen Fehler machen, diese lieben Menschen, die ihnen folgen, die nehmen das Symbol für real und verstehen nicht das Dahinterliegende. Und damit befassen wir uns jetzt mal eindeutig, damit auch unsere christlichen und muslimischen Freunde, sagen wir mal, vielleicht sich damit befassen, wenn sie hören, das und das Fleisch soll man nicht essen oder das und das Tier soll man nicht essen, ob da vielleicht nicht mehr dahinter ist, meine Lieben.
Das ist das, womit wir uns jetzt befassen. Und damit vereinen wir ja auch die Religionen, indem wir sagen, nehmt eure Symbole nicht wörtlich. Ja? Ein Symbol ist bereits Adam und Eva. Das ist bereits ein Symbol, denn nicht zwei waren gemeint, sondern, und auch eine absichtliche Falschübersetzung übrigens, denn es heißt schon im Hebräischen korrekt übersetzt, und auch sonst Adams und Evas. Also da haben wir hier schon einmal einen Hinweis, dass der Ursprung der Menschen nicht, sagen wir mal, von einem Paar kommt, sondern polygenetisch ist. Das heißt von mehreren, von vielen, wie wir sagen, von vielen Wesenheiten, die zunächst Adams-Evas waren. Adams-Evas. Androgyne Rassen, viele. Und die sich durch Selbstteilung vermehrten. Und als dann die sich teilenden Zellen aufgrund der immer tiefer fallenden, immer tiefer sinkens in die Materie, dann zu Mann und Frau wurden, dann gab es keine Teilung mehr durch, also durch Selbstteilung, Reproduktion, sondern eben sexuelle Reproduktion und so weiter. Also, wir fangen jetzt mal an, zunächst mal mit dem Symbol und dann mit der Allegorie. Wenn die kommt, befassen wir uns dann gleich mit dem Begriff, mit der Bedeutung des Begriffes Allegorie. Zunächst einmal wenden wir uns den Symbolen zu. Wir tasten uns mal vorsichtig an die sogenannte unbefleckte Empfängnis heran. Da kann man sehen, dass da ein spiritistisches Element in diesem Dogma zu finden ist. Und auch ein physisches Element. Und zwar, wenn wir zum Beispiel sehen, wie die lieben Christen von damals als Fetische die heiligen Glieder des San Cosmo zum Beispiel oder Damiano zu Isernia verehrten. Ja, und das wurde natürlich zu einer einträglichen Verkaufsstelle, meine Lieben. Das wurde dann in Wachs, wurde das dann verkauft, nicht wahr? Das ist wohl heute auch noch so zum Teil. Und man muss mal sehen, da gibt es auch Pagoden, ja? Pagoden. Und da steht so ein phallischer Stein, also phallisch natürlich, in Phallusstruktur, also ein phallisches Symbol, da muss man aufpassen, das ist ein Symbol. Aber das wird dann natürlich gleich wieder als männlich gesehen, männliches Geschlechtsteil, ja? Werfen wir mal einen Blick auf dieses Symbol. Da müssen wir verstehen, dass die Ältesten, wenn man das wirklich real versteht, das Symbol, dann müsste man alle Kirchen niederreißen. Und ihre phallische Struktur verändern. Denn dieses Symbol wurde dann genommen, um sozusagen die Herrschaft der Priester zu etablieren und eigentlich auch ihre aufrecht stehenden Glieder. Das ist natürlich auch unsinnig, denn der Satan macht das ja dann, wenn er, wenn der Priester eine schöne Frau sieht und hat eine Erektion, dann ist und wenn er das dann als Symbol nimmt, da müssen wir also mal aufpassen jetzt, das hat mit phallischen Symbolen zu tun, meine Lieben. Da wollen wir mal so sensibel wie möglich an diese Sache rangehen. Wir wissen ja, dass die Supermonade die Urmaterie befruchtet. Das ist aber kein männliches Glied, welches eine weibliche Scheide befruchtet oder ein Schoß. Das geschieht dann parallel hier unten. Aber diese Symbolik, die darf ich doch nicht ernst nehmen, um da eine Herrschaft des Mannes zu etablieren, sondern hinter diesem phallischen Symbol verbindet sich das oder verbirgt sich das Geistige. Wenn wir die physischen Symbole für real nehmen, dann haben wir das ganze Elend und die ganze Unsinn der heutigen Kirchenstruktur. Kein Wunder, dass diese Priester und Päpste von Kundalini zerfressen werden und eigentlich den ganzen Tag an nichts anderes denken als an Sex, weil sie sich ja so auf dieses Symbol konzentrieren, welches nur ein Symbol ist für eine geistige Ursache.
Mula Prakriti, die Supermonade befruchtet die Materie. Der Geist steigt in die Materie, das ist gemeint. Und alle diese Türme, meine Lieben, also wenn ich auch nach Maudi gehe, also den Turm von Elefanta, vom Bangulpur, Minarette des Islam, abgerundet oder zugespitzt sind Penisse. Da will man die Herrschaft des Mannes etablieren, meine Lieben. Man kann es ja eigentlich nur mit ein klein bisschen Humor hören, welcher aber nicht die Ernsthaftigkeit der Aussage vertreiben soll. Ja? Ein bisschen, wir müssen hier mit ein bisschen Augenzwinkern reden, denn sonst, wenn wir mit vollem Gewissen erkennen, was da hier wirklich ist, könnte man leicht dann in Aufregung verfallen. Und das wollen wir nicht, meine Lieben. Nimmt man die Campanilsäule von San Marco in Venedig, die Rochester-Kathedrale, den Mailänder Dom, diese Türme, Glockentürmchen, Dome, christliche Tempel, ja, das sind alles wörtlich Nehmungen des aufrechten Phallus. Sie etablieren die Situation, die Position, die Herrschaft der Priester, des männlichen Geschlechtsteiles. Wenn ich da an den westlichen Turm St. Paul's Kathedrale denke, in London, ja, das ist ein doppelmännliches Glied. Ja, ich muss es so sagen, hat man gleich zwei genommen. Um die Sache noch ein bisschen zu intensivieren, die hat man an der Front des Tempels aufgestellt. Dem christlichen als auch dem davor gewesenen heidnischen. Denn, meine Lieben, bereits die Heiden hatten ja die Urlehre sozusagen wörtlich genommen oder missbraucht. Und die Reihenfolge ist immer geistige Lehre ins Heidnische degeneriert und dann erst kam noch eine weitere Degeneration, das Christliche. Ich sage das nicht anklagend, aber das gilt auch für alle anderen Religionen, die haben halt einen Schritt nach unten genommen in die Materie, haben diese einst reine Lehre angeglichen der materiellen Wahrnehmung. Aber da wir wissen, dass wir jetzt auf dem aufsteigenden Ast sind und eine Vergeistigung des Menschen vonstatten geht und aller Wesen, können wir uns nun mal vorsichtig der wahren Bedeutung der Symbole zuwenden. Wenn ich das früher gesagt hätte, als die Kirche noch in vollem Schwung und in ihren Untaten war, die heute noch sind, da hätte man mich gleich verbrannt. Wenn ich hingegangen wäre und sage, ihr haltet ja hier Gottesdienst in einem Penis. Na, das wäre aber was gewesen, meine Lieben. Da hättet ihr mich nicht retten können. Gut, aber wir wollen also wirklich auch sachlich, wenn ich das hier auch jetzt ein bisschen humorvoll darstelle, nicht die Sachlichkeit dahinter vergessen, hinter dieser Symbolik. Ja? Wir haben sogar, sagen wir, in den christlichen Kirchen auch die Symbolik der Vagina, wenn wir schon bei den Geschlechtsteilen sind. In allen christlichen Kirchen, vor allem in den protestantischen, ja, da sind zwei Tafeln von Stein der mosaischen Dispensation über dem Altare. Das ist Seite an Seite wie ein einziger Stein. An der Spitze abgerundet. Rechte Stein ist männlich, der linke ist weiblich. Ja? Also die Kirchen sollen man nun nicht reden, wenn wir schon dabei sind, dass die Kirchen sagen, das sind heidnische, phallische Dinge, die die Heiden machen, die verehren den Phallus, das tut ihr auch. Ihr wisst es nur nicht. Wir haben also nicht das Recht, die Katholiken, auch nicht die Protestanten, von der unverschämten Form heidnischer Monumente zu reden, ja? Solange sie selbst noch mit den Symbolen des Phallus und der weiblichen Scheide ihre Kirchen schmücken, den flügelaltigen Altar und so weiter und so weiter und so weiter. Da muss man dann vorsichtig sein, ja?